Ja, also ich habe selber Psychologie studiert und seit meiner Kindheit einfach Theater gespielt und habe dann überlegt, warum kann ich das nicht kombinieren und habe dann im Internet ganz viel recherchiert und bin dann hier auf die Tagung gekommen, vor allem um einfach mal reinzuschnuppern und Leute kennenzulernen, die in dem Feld arbeiten, die vielfältigen Möglichkeiten einfach kennenzulernen. Und heute habe ich einen Workshop in der Jugendarbeit, also zur Arbeit mit Jugendlichen gemacht. Und den fand ich sehr bereichernd, einfach auch mal Handwerk kennenzulernen, also Techniken kennenzulernen. Aber was für mich jetzt das Wichtigste war, was ich mitgenommen habe, ist diese Haltung hinter dem Psychodrama, dass das eigentlich das Kernstück des Psychodramatikers oder der Psychodramatikerin ist. Ich habe super viele interessante Menschen kennengelernt und jetzt gerade einen tollen Workshop zum Thema theatrale Arbeit im Psychodrama gehabt und kann sehr viel mitnehmen für meinen späteren Beruf. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, tatsächlich in den Bereich Psychodrama zu gehen. Ja, also mich hat die Tagung total inspiriert. Motiviert hat mich der Workshop Soziodrama, Organisation zwischen Überfluss und Erschöpfung. Und da komme ich gerade auch raus und wir haben uns ganz stark darüber unterhalten, wie man eigentlich nochmal Organisationen ausrichten kann, damit die Würde des Menschen da auch nochmal vorzufinden ist. Und ich denke, das ist eine wichtige Frage. Wir haben 70 Jahre Grundgesetz, wir haben 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention und ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, nochmal zu überlegen, wie können wir Organisationen, Einrichtungen, auch vor allem soziale Einrichtungen ausrichten, organisieren, um Kindern und jungen Menschen auch nochmal ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Also ich arbeite relativ viel und manchmal gönne ich mir einfach eine Auszeit. Also ich nehme an Seminaren teil oder eben an so einer Tagung. Und mir ist immer total wichtig, die Begegnung mit anderen Leuten, mit den Kolleginnen und Kollegen, die ich lange nicht gesehen habe. Da werden dann Ideen ausgetauscht. Ich bekomme auch irgendwie total viele Impulse so für meine Arbeit. Und ich weiß noch, was letztes Jahr bei der Tagung war, davor das Jahr, weil das immer so eindrückliche psychodramatische Inszenierungen sind, auch an denen ich selber irgendwie mitwirken kann. Dass mich das nachhaltig berührt und auch, dass ich in meinen Alltag tragen kann. Dass man einfach Freude hat miteinander, dass man lacht. Ich fand total klasse gestern wieder das Tanzen. Ich fand das Kostümieren klasse, in eine andere Rolle schlüpfen. Ja. Ich bin das erste Mal bei der DFP-Fachtagung gewesen und es war eine ganz tolle Veranstaltung. Ich habe mir Austausch und Vernetzung gewünscht mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland. Und genau dafür wurden hier die richtigen Begegnungsräume geschaffen und wir haben alle gut miteinander gearbeitet in Werkstätten, aber auch die Workshops waren tolle Inputs. Ich glaube, jeder und jede kann sehr viel mit in ihre eigenen Professionen nehmen und das Psychodrama weiter voranbringen. Es ist immer sehr inspirierend und ich freue mich wirklich auf das nächste Mal, nächstes Jahr.